27. Mai 2023. Der VfL Osnabrück steigt in die zweite Liga auf. Ja, eigentlich waren wir schon fast tot. Aber in Osnabrück, das ist uns schon so oft gelungen. Hier darf man niemals aufgeben. Und das haben wir nicht getan. Ich glaube, wir können nur kranke Sachen. Also so ein krankes Finale. Ich weiß gar nicht, wann die Tore gefallen sind. Ich weiß einfach nur, dass die sehr, sehr spät gefallen sind. Wir sehen Wiesbaden immer noch mit der Führung. Das würde Liga 2 nächstes Jahr bedeuten. Osnabrück schenkt am letzten Spieltag alles aus der Hand. So sieht es im Moment aus. Simakala probiert. Simakala! Simakala! Pamuaka Simakala! 1-1! Das Stadion steht! Ein Tor noch! Es ist unglaublich. In Wiesbaden wird der Platz gestürmt. In Osnabrück ist noch nicht Schluss. Ein Tor von Osnabrück und Osnabrück geht in Liga 2. Ja, und wir sehen ja links, es läuft noch. Und der VfL macht Druck. Der VfL hat die Chance. Nochmal 60 Sekunden. Einer vorne. Ping-Pong im Strafraum. Das ist die Chance. Das ist das Tor. Das ist das Tor. 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 VfL Osnabrück dreht das Spiel. Es ist nicht zu fassen. Der VfL Osnabrück dreht das Spiel in der Nachspielzeit. Die Horrormeldung für alle Saarbrücker-Fans. Saarbrücken rutscht in der Nachspielzeit. Last Minute raus aus den Aufstiegsplätzen. Jetzt ist es amtlich. Wiesbaden geht in die Relegation. Warten wir erstmal noch ein bisschen. Eine Woche länger können wir auch warten. Herzlichen Glückwunsch, SV Elversberg. Zum Meistertitel in Liga 3. Liebe Fans der dritten Liga, schauen Sie sich diese Szenen an. Es ist die Aura dieses Stadions, die immer wieder das Besondere hervorhebt. Es ist ein Mythos. Ja, grundsätzlich wissen wir, dass an der Bremer Brücke immer was passieren kann. Kurzes Stoßgebet an einen sehr guten Freund von mir, in der 90. losgeworden. Und du hast, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten, sag ich mal, Platz 6 gehabt vielleicht. Ich weiß nicht, wie es drüben stand. Und da war ja ein bisschen aufgestiegen. Leck mich am Arsch, das muss man erstmal verarbeiten, wirklich. Noch nie erlebt. Unfassbar. Ey, einfach geisteskrank, ey. Wir haben es mit aller Macht geschafft. Und ich danke jedem Einzelnen, der heute an uns geglaubt hat. Das ist unglaublich. Ich bin absolut glücklich. Ich habe meine Familie um mich. Ich kann es immer noch glauben. Ich realisiere das, glaube ich, noch gar nicht. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also pure Emotionen. Schau dich die Leute hier an. Jeder soll alles mitnehmen. Jedes Getränk sich schmecken lassen. Heute in Osnabrück geht alles und da bin ich natürlich dabei. Boah, heute, das wird bis morgen grauen, ne? Also heute geht's voll ab, ey. Hey, 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 ja. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.